noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Verdammt! Vater! Elena, nein! Lauf weg! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. Boah, na erstmal suche ich hier noch ganz in Ruhe nach irgendwelchen schönen Items. Natürlich verwandelt sich der die Machete in der Hand hat, ja. Wer denn auch sonst? Der mit der Flasche Bier wäre ja auch langweilig hier. Wobei, das wäre eigentlich der lustigere gewesen, ne? Wenn er der einen dann erstmal mit der Bierflasche über den Kopf gehauen hätte und mit dem zerbrochenen Glas dann die anderen Leute aufgeschlitzt hätte. Also das wäre auch ein Szenario gewesen. Wir müssen irgendwie hier durch. Ach ja. Ist doch bestimmt noch irgendwas, was ich einsammeln kann, oder nicht? Was? Oh. Ich hab richtig Kohle. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Ich würde gerne den Schraubendreher nehmen. Schraubenzieher gibt es nicht. Man dreht die Schrauben, man zieht sie nicht. Ah, und da ist ein... Untersuchen Sie Objekte genau, um eventuell neue Hinweise zu finden. Ah, ich sehe schon, da ist ein Schraubendreher. Jawohl, ein Schraubenzieher. Ja. Ach Leute, es gibt keine Schraubenzieher. Es gibt nur Schraubendreher. Man dreht die Schrauben, man zieht sie nicht. Mist, das Feuer breitet sich aus. Ja, wir sollten hier raus. Ich glaube, wir setzen mal rein hier. So, ich komme dann gleich nochmal wieder. Bis dann, Maxi. Dann bis gleich, mein Lieber. Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Gas geben. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Ja, komm. Wo rein? Dann eben nach oben. Okay. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter.
Es gibt auch kein einziges. Und atme nicht den Rauch so viele ein. Haben eines davon. Eins ich weiß. Davon. Ja, da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Hi, hi. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance, es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Ach. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Okay, sie wird sterben. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Ja. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Nara, spielst... Ich versteh's nicht. Spielst du das auf Englisch? Oder spielst du auch mit deutscher Synchro? Mich würde mal interessieren, ob die englische Synchro da besser ist, weil die deutsche ist ja doch recht... Naja. Ich will die jetzt mal nicht zu sehr runterbuttern, aber gut ist sie nicht. Was für ein Chaos. Ja. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Ja. Ach, da bin ich gerade. Ich höre mich wieder. Okay. Leicht gezuckt. Aber egal. Ja, auch generell seine Emotionen sind teilweise echt sehr, sehr komisch. Also die kommen auf jeden Fall sehr, sehr komisch rüber. Nicht ganz so toll. So, dann holen wir uns mal die Scheibe. Mit dem Schraubendreher. Dämonenfragment. Uncool. Okay, das Schloss zu öffnen. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Was? Oh. Lol. Wer war? Was war das? Okay, sie sind nicht ganz freundlich anscheinend. Ratz hier nochmal durch. In der Hoffnung, dass mich niemand angreift. Ah, die Oma ist wieder da. So, ich glaube, ich habe hier... Ich hab hier nicht alles. Aber ich komme hier auch nicht weiter. Okay, ich komme da leider aber auch nicht mehr rein. Weil das Haus ist brennt. Ich laufe mal zur Oma. Gertrude. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Wir speichern hier nochmal.
So, ich glaube, wir müssen das ja jetzt hier. Denkt man, das kommt rein? Sieht gut aus. Blut und Tod. Na dann. Oh Gott. Oh, dieses Anwesen ist echt uncool. Ich finde, das ist viel zu groß. Das ist viel zu groß, das Anwesen. Warum ist dieses Teil hier so markant? Jetzt. In solcher knalligen Farbe. Da können wir doch bestimmt noch irgendwas machen. Mann. Weiß nicht so genau, ob ich hier wirklich hin möchte. Aber es gibt Wein. Und Äpfel. Und Pflaumen. Sieh an, sieh an. Oh. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Was ist er denn? Auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt, ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Bitte nicht. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gib den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst die Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Das sind für Monster. Vergesst nicht, wer ihr seid. Das sind die Werwolf-Viecher, ne? Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du drauf hast, Ethan Winters. Los geht's. Nein, stopp! Verfluchter Mist!
zum Teufel? ich gehe hier lang. Was? Weiter so, Ethan! Okay. Oh Gott. Okay. Alles klar. Weiß nicht, ob das der richtige Weg war. Aber ich glaube schon. Aber hätte ich mich denn da verstecken können? Ich dachte, ich hätte da vielleicht an der Seite, da war so ein kleines Loch. Ich dachte, da würde es vielleicht weitergehen. Ah! Verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Das bringen wir mal kurz. Kennen wir ja schon. Dann müssen wir ja nicht uns immer wieder angucken. Shit! Beachtlich! Die Geschichten über dich sind also wahr. Okay, wie komme ich denn hier jetzt? Oh, das ist doch nicht die Chance, ich gehe. Wo komme ich denn hier jetzt? Donner und Moreau wollen nur zu halten. Okay. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Geh doch nicht über frisches Hackfleisch. Okay. Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Das fragst du dich jetzt? Ernsthaft? Warum habe ich eigentlich noch meine Waffen? Na gut. Die haben mir die Waffen also nicht abgenommen. Oh Gott. Oh Mann, sehr uncool hier. Jetzt kann ich hier durch, oder? Ja, grüezi. Herzlich willkommen im Schloss. Die Vogelscheuchen. Okay, wir sind noch nicht im Schloss. Das sind gar keine Vogelscheuchen, das sind Menschen. Okay. Ach hey. Grüezi. Weiß nicht, ob ich dafür einen Schuss verwenden sollte, aber naja. Egal. Egal.
Für den Sammelhamster. Oh, was ist das denn für ein Karren? Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Man kennt doch wohl, weiß er noch alles. Auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Ach, hier? Okay. Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Suchst du nach etwas Bestimmtes? Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Okay. Ich glaube, den Schädel, den kann ich einfach verkaufen, ne? Mache ich einfach mal. Okay. Billiger Plunder? Na schön. Alleine billiger Plunder, das war ein kristalliner Schädel. Werkstatt. Ah, hier kann ich meine Waffen upgraden. Okay. 8000 Lei kostet das. Eieiei. Feuer. 6000, 3000, 2500. Schon nicht ganz günstig. Das ist schon nicht ganz günstig. Zumindest für den Anfang nicht. Ich bin gerade mal bei 2400. Okay. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Teuer. Wie wär's? Ui. Null. Pistolenmunition, 9mm Abelum-Patronen für Pistolen. Sie besitzen nur eine geringe Mannstoppwirkung, sind dafür aber leicht in Handhabung. Davon hat er 150. Was ist ein Unterschied? Silver Wolf. Ach, das sind sogar Silberkugeln. Oder irre ich mich da? Okay, was ist das? Ein Raccoon? Waffenaccessoire Mr. Raccoon. Spezialzubehör für eine Flinte sorgt für beschwingtes Ballervergnügen. Limitiertes Objekt. Ja, komm. Ja, komm. Das rüsten wir aus. Warum denn nicht? Toll. Für Vielen Dank für deinen Einkauf. Okay. Was ist denn der Unterschied zwischen denen? Gerne. Noch etwas? Noch mal ein Dietrich. Okay. Ein Stecher, spezielles Zubehör für eine Flinte, erhöht die Feuerrate beträchtlich. Alles teuer. Alles teuer. Okay, ich glaube, da spare ich sogar. Also besonders hier. Ich glaube, die ersten 10.000 werden in den Zusatzkoffer gehen. Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, die Waffen upgraden, das mache ich sogar danach erst. Ich werde mir erstmal einen Koffer kaufen. Bevor ich Waffen upgrade. Ich glaube, der Koffer ist erstmal am wichtigsten. Aber gut. Dietrich, ich brauch's mal. Ich sag ja, brauchst jede müde Mark. Ja. Fleisch und Fisch aufheben zum Kochen. Alles klar. Okay. Ja, das war's denn. Bis nächstes Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
Guck mal, jetzt habe ich da so ein Ding rumbaumeln. Geil. Okay. Na gut. Wie dem auch sei. Besser. Geh wieder auf die Pistole zurück. So, denn. Okay, es geht ins Schloss, liebe Leute. Es geht ins Schloss. Ich hoffe, hier steht jetzt gleich eine kleine Schreibmaschine, denn ich müsste mal kurz austreten. Ansonsten muss ich kurz auf Escape gehen. Bei ihm ist meist eine Schreibmaschine. Nee. Nee. Zumindest diesmal nicht. Könnte Rose hier sein? Rose hier sein? Da ist... Kann ich das? Aha, okay. Kann ich. Oh Gott, die schöne Vase. Die schönen Vasen. 5. Januar, Rednick Lieferung, ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Mirinda Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke Geschäftsgespräch. Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Was geht hier? 100 Lei. Mal gut. Nichts passiert. Ich brauche Strom. Oder irgendeine Kurbel, um den Generator anzuhauen. Oder irgendwie sowas. Aber schon krass. Ich habe hier keine Schreibmaschine, ne? Da geht's in die Halle. Du, das ist ein Fenster. Geht es ein Fenster? Hm? Was ist eine geile Reaktion? Hm? Irgendwo ist ein super gruseliges Geschrei und er macht einfach nur. Hm? Hm? Nicht schlecht. Okay, ich komme. Ich komme hier nicht rauf. Okay, ich muss ja irgendwas in eine Öffnung, in die wohl etwas Rundes reinpasst. Okay. Damit. Wenn wir den Gegenstand hier reinpressen, dann wird die Brücke wahrscheinlich zum Stillstand kommen und dann haben wir hier einen Übergang, um dann entweder da reinzugehen oder da reinzugehen. Gehe ich mal von aus. Und hier ist eine Schreibmaschine, okay. Sehr schön. Alles klar. Dann speichere ich hier mal kurz. Ich überspeichere den ersten Spielstand. Ich mache jetzt drei Spielstände auf. So, drück denn hier mal kurz auf Escape und ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz auf Toilette. Bis gleich.